Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es die Glossybox aus dem Monat August und die Glossybox aus dem Monat September. Und die Glossybox aus dem Monat August habe ich leider auch erst Anfang September bekommen. Also sie ist wirklich sehr, sehr, sehr spät angekommen. Und die für September kam gestern bei mir an, also am 21.09. Auch Ende des Monats im Vergleich zu anderen, die Boxen ja schon bekommen haben. Aber wenigstens im September und nicht erst im Folgemonat, weil ich das echt schade fand bei der letzten Box. Aber ich würde sagen, ich zeige euch mal, was hier in meiner Augustbox drin war. Und das Motto der Box war Girls just wanna have sun. So sieht das Heftchen hier aus. Ja, es war von Dove ein Duschschaum drin, und zwar der mit Arganöl. Ich habe ja den mit Rosenöl schon. Und den mag ich echt gerne, weil der einen schönen Schaum hat. Und den kann man übrigens auch als Rasierschaum verwenden, was ich natürlich auch sehr, sehr gerne nutze. Dann haben wir hier drinnen von Arcaya German Cosmetics Beauty Box Beauty Booster Face and Lips mit 3 Ampullen. Das sieht so aus. Und das sind hier eben so 3 Ampullen. Einmal mit so einer milchigen Flüssigkeit, einmal mit einer hellen und einmal mit so einer rötlichen Flüssigkeit. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie die so sind. Dann haben wir hier von Revlon einmal ein Lipgloss drin, und zwar in der Farbe Pink Bomb. Und der sieht so aus, also ein richtig schönes Pink, macht sich echt gut auf den Lippen, habe ich auch schon verwendet. Ein Pröbchen von der L'Oreal Sugar Scrub Glow Peeling. Ja, mal schauen, ob ich das selber noch verwende oder ob ich das einfach weitergebe. Von Mana Kadava hier drin dieses Puder. Das sieht hier innen drin so aus und ist halt einfach so ein helles Puder zum Setten, zum, ja, also ich denke mal zum Setten vom Concealer ist es gut geeignet. Und noch ein Produkt von Revlon, und zwar hier so eine Lidschattenpalette. Und da muss man ja sagen, es sind ja wirklich mal 3 kosmetische Produkte drin. Und die Palette hier ist auch echt schön. Und so sieht das hier von innen aus. So sehen die Fingerswatches aus. Und so sieht es auf der Haut aus. Also richtig, richtig schöne lila Farben. Gefällt mir echt gut. Und ja, werde ich auf jeden Fall demnächst mal auf dem Auge ausprobieren. Ja, und das war im Endeffekt schon die Box 1. Und ich würde sagen, wir starten dann gleich mit der zweiten Box. Ja, die zweite Box hat natürlich wieder ein unglaublich schönes Design, wie ich finde. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Und da bin ich auch schon überlegen, ob ich mir hier den Karton einmal so zerlegen soll und den praktisch in einem Bilderrahmen tue, weil das Bild ist halt wirklich richtig, richtig schön. Was ich ein bisschen schade finde, dieses Glossybox-Logo, das hätte nicht unbedingt drauf sein müssen, weil so kann man es halt wirklich schön einrahmen. Aber gut, das kann man ja sich wegdenken im Endeffekt. Und ja, aber wie gesagt, also die Box gefällt mir hier richtig, richtig gut. Und sie steht unter dem Motto Beauty World Tour. Und auch das Augen-Make-up von dem Model hier gefällt mir halt richtig gut. Oder dieses Festival-Make-up schaut richtig schön aus. Gefällt mir echt gut. Und wer shoppen will, hier ist ein Code hinten drauf für Pico und Kloppenburg mit 12%. Was hier auch echt schön ist, ist dieses lila Papier gewesen. Also das schaut richtig, richtig gut aus. Und ich habe auch schon ein Produkt aus dieser Box verwendet. Und zwar ist es der Color Repair Microcell 2000. Den trage ich auch schon auf den Fingern. Und an sich finde ich die Idee richtig, richtig gut, dass jetzt Microcell auch wirklich Farblacke hat. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht sogar schon länger haben. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Auf jeden Fall finde ich die Idee richtig gut. So vom Lack her gefällt es mir nicht. Also man sieht die Struktur vom Nagel extrem, weil das Produkt sehr, sehr dünnflüssig ist. Und ja, und er bröckelt halt auch sehr, sehr schnell ab. Also ich habe den gestern lackiert und hier sind schon die ersten Absplitterungen da. Also da muss man auf jeden Fall einen Topcoat drüber tragen, damit die Farbe länger hält.
Und ja, die Farbe an sich ist schön, aber jetzt so für den Herbst, Winter finde ich sie fast ein bisschen zu knallig. Dann haben wir hier eine Probe drin von der Garnier Fructis Banana Hair Food Maske. Die habe ich ja in groß da, finde ich richtig, richtig toll, mag ich sehr, sehr gerne. Von Mercy Handy, Only for Glossy Box steht hier drauf, ist ein Love and Hand Cleansing Gel. Das sieht so aus. Also gibt es anscheinend nur in der Glossy Box in der Variante. Dann haben wir hier von Catrice einen Lippenstift drin. Und der ist halt auch sehr, sehr interessant. Also der kommt hier schwarz daher, färbt aber nur die Lippen. Ich habe den gestern auch schon auf dem Handrücken geswatcht und das mache ich jetzt gerade nicht nochmal. Da die Farbe sehr, sehr lange hält. Also sie hält wirklich richtig, richtig gut. Also wenn man den auf den Lippen wahrscheinlich aufträgt, hält der auch richtig lange und macht halt einfach so ein dunkleres Pink im Endeffekt. Aber gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann haben wir hier drinne von Royal Apothec Scrubby Sugar Lip Scrub Extract of Feige. Das sieht so aus. Also Packaging ist richtig, richtig schön. Gefällt mir echt gut. Und innen drin ist es hier so ein Metalltypchen. Oder Alu-Tübchen. Und das ist auch nochmal verschlossen. Das würde ich jetzt auch nochmal zulassen, da ich momentan noch einige Lip Scrubs offen habe und die erstmal aufbrauchen möchte. Ja, und das letzte Produkt hier drin ist so eine kleine Lidschattenpalette, die Pralinen-Palette von Trifle Cosmetics. Optisch finde ich die richtig schön. Allerdings für das, was sie kosten soll, ich glaube im Magazin stand irgendwas um die 18 Euro, ich blende es euch aber hier nochmal ein, finde ich sie echt billig verarbeitet. Also es ist wirklich billiges Plastik und hier geht ja auch schon die Farbe ab an den Rändern und ja, gefällt mir so nicht, muss ich ehrlich sagen. Also dafür würde ich keine 18 Euro ausgeben. Und innen drin sieht das Ganze so aus. Man hat hier schöne metallische Farben, also es ist nur eine On-Top-Palette, wie ich finde. Es ist jetzt keine Palette, die man solo tragen könnte. Ich bin auch am Überlegen, ob ich die wirklich jetzt swatchen soll oder nicht. Oder ob ich die vielleicht sogar weitergebe. Deswegen ist die jetzt auch noch unberührt. Ja, das waren jetzt die beiden Glossy Boxen aus den letzten beiden Monaten und ich denke, ich werde die Glossy Box kündigen, weil einfach die letzten Monate, gerade das mit dem Versand, hat mich extremst geärgert, weil es wird Anfang des Monats Geld abgebucht und ich habe die Box halt erst nach über einem Monat bekommen, zum einen. Zum anderen habe ich den Kundenservice angeschrieben, ja, die Box geht dann raus. Also das können Sie im Kundenkonto entnehmen. Meinem Kundenkonto kann ich keine Versandinformationen entnehmen, weil da steht nichts drin, außer aus vom Boxen vom letzten Jahr. Also ich weiß nicht, was das es soll. Ja, und deswegen momentan bin ich einfach so ein bisschen verärgert über die Glossy Box, über den ganzen Service. Und ja, deswegen denke ich, werde ich die jetzt abbestellen. Und ja, mal schauen, ob ich jetzt die nächste Box dann noch bekomme oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall kündigen und mal sehen, ob noch eine kommt oder nicht. Ja, das so viel zu den beiden Glossy Boxen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!